Stadionblock. Hertha gegen Augsburg. Letzte Woche habe ich gedacht, das Wetter. Mensch, ist ja bald Frühling. Heute schneit und so scheiße kalt. Prediction für das Spiel. Das wird ein richtiges Scheißspiel. Genauso wie das Scheißwetter. Ich sag, das wird ein 0-0. Boah, jetzt wird es aber windig, ey. Jetzt fliegt einem der Kopf vom Hals, ey. Beste Leben. Schau dir das an. Hier ist jetzt unser Stadion. Nicht los vorher. Obwohl sie die Tickets zum Dumpingpreis raushauen haben, 9 Euro, denn genau Gegentribüne 29 Euro. 9 Euro Ticket, ey, das kann ich ja nur vor der Deutschen Bahn, das Schmutzticket. Da gibt es ein selbstverständliches Siegel. Da muss jeder einzelne Punkt gemeinsam mit. War 0-0 und genauso sieht es auch aus. Es schneit nicht mehr. Aber das Wetter ist immer noch scheiße. Scheiße windig. Ich sitze jetzt auch nicht auf meinem Platz, ich stehe hier. Weil ich sehe, dass die Leute auf meinem Platz einfach belegt haben, die Muttenkinder. Soll ich jetzt hingehen und meinen Platz für mich beanspruchen? Schreibt es in die Kommentare. Für die Farben, die wir tragen. Das Durchschnittsalter der Hertha-Fans, die sich hier gerade so begeben, 75 würde ich schätzen, 75. Da wollte mich der Sicherheitstyp gerade wegscheuchen von meinem Platz, wo ich stand. Da habe ich gesagt, ey, da sitzen Leute auf meinem Platz, guck mal, ich habe hier 2 Tickets. Die sitzen da drauf. Da sagte er, ich soll mich doch woanders hinsetzen. Da habe ich gesagt, das ist dein Job, los. Mach mal hier meinen Sitzplatz klar. Da hatte er mal gar keinen Bock drauf. Da hat er gesagt, setz dich doch in Reihe 1. Da habe ich gesagt, ey, da sehe ich nur diese scheiß Stange, ey. Da habe ich nicht bezahlt, die 9 Euro. Mein 9 Euro Ticket, ich auch vollkommen ausnutzen. Wenn ich den Vlog hier nach Highlights schneiden würde, dann wäre das eine ganz traurige Angelegenheit hier. 34. Minute, ey, ich habe noch nicht eine Highlight gesehen in diesem ganzen Spiel. Das ist genauso ein Grottenkick, wie ich vorher gesagt habe, ey. Hertha gegen Augsburg, ey. Wer sich dafür ein Ticket kauft, der muss schon ganz hart im Leben sein. Jetzt habe ich gedacht, es passiert was, aber falsch gedacht, das denke ich schon seit einer halben Stunde. Chance in dem Scheißspiel, abseits. Guck das da an, was ein schönes Stadion, ey. Das ist halt zu 60% leer jede Mal, wenn nicht gerade die Bayern spielen. Und die Fans, die waren gegen Bayern und Dortmund da sind, die brauchen wir auch nicht. Ey. Da! Das erste Mal in der ganzen Saison, dass Hertha nach Standards noch bis jetzt keine Chance gegen sich bekommen hat. An die Augsburger da draußen. Ist das euer Standardkontingent? Oder ist Berlin einfach nur zu weit weg? Also ich kann es verstehen, Berlin ist extrem weit weg. 41. Minute, es ist wirklich noch keine nennenswerte Torschance passiert. Und jetzt bin ich nicht mehr in der Kurve. Jetzt bin ich auf einem Platz, wo ich noch was sehe. Jetzt habe ich nur noch Kälte und keine Stimmung. Mein Report von hier,
bisschen weiter als Mittellinie, also mehr bei den Augsburgern. Also die Trommel von Augsburgern höre ich die ganze Zeit. Aber jemand singen höre ich bei den Augsburgern auf keinen Fall momentan. Aber die Hertha-Fans höre ich, aber es sind auch ein paar mehr. Aber wenn die paar Augsburger da auch lauter wären, das wäre auch schon beschämend. Genau das ist das Spiel. Dafür bin ich mit Auto, Roller und Bahn hierher gefahren. So, Halbzeit. Was ein Grottenkick, Alter. Ich würde sowas von lügen, wenn ich sage, sowas habe ich gar noch nicht gesehen. Die Leute haben mich gefragt, du Leo, mach mal bitte einen Stadion-Vlog von der langweiligsten ersten Halbzeit der Bundesliga. Ja, kein Problem, hier bin ich doch Hertha gegen Augsburg. Jetzt versuche ich einmal ums Stadion zu laufen. Nur so, weil mir kalt ist. Das ist eigentlich mit unseren Standards los, Alter. Bei Marvin Plattenhardt nicht mal halt der beste Standardschütze der Liga. Da kommt wirklich nichts mehr, ey. Lass sie doch irgendjemand anders schießen. Einen Einbeinigen oder so. Ein paar Minuten sind rum in der zweiten Halbzeit, ey, Augsburg hat viel mehr vom Spiel, ey. Nur in der Hertha-Hälfte, Hertha macht gar nichts. Man könnte denken, Leon, du sitzt ja ganz oben fast gerade. Ist doch überdacht, da wirst du bestimmt nicht nass von dem Schneeregen. Doch, werde ich. Alter, du schneidest dir tot, das gibt dir meine Hose an. Alter, ich habe gerade so scheiße gefilmt, ey, weil ich hingeguckt habe, weil das war so schlecht, ey. Beste Minute Zwischenfazit. Zum Glück habe ich mir eine zweite Hose unter meine Hose angezogen. Es ist verdammt kalt. Jetzt bitte, Marvin, hau da mal ein Ding drin, was auch mal brauchbar ist. Minute. Jetzt ist Augsburg auch mal wieder angekommen im Spiel. Abpfeifen, Spielzurichter, einfach abpfeifen, komm. Der ist einfach durchgerutscht dabei und dann auf einmal haut er den da rein. Jetzt ist an der Augsburg auch der Ofen aus. Aber macht den an, ist kalt, Leute. Macht den Ofen wieder an. Man kann jetzt lieber Stimmung machen als keine. Keine Stimmung machen ist eine Strafe für euch selber. Gemeinsam holen wir uns den Sieg. Message der Ostkurve.
sag ich mal, traurige sagen, was mir gerade aufgefallen ist. Ich kann es einfach nicht lesen, was die Ostkurve uns da mit dem Banner sagen will. Meine Augen sind so schlecht, ey. Product Placement von einem Optiker jetzt hier drin, bitte. 75. Minute. Zwischenfazit. 2-0 Hertha. Es ist mir scheißegal, wie dieses Spiel ist. Ob es vorher scheiße war die ganze Zeit. Hauptsache Hertha führt jetzt und gewinnt das Spiel. Jawohl! Stark, ey. Alter, das ist doch kein Freistoß, er hat seinen Körper nur gestellt. Schlussfazit, 2-0 gewonnen, wir sind jetzt 14. Auch können wir uns nicht ausruhen. Es muss weitergehen, Leute. Nächstes Heimspiel gegen Mainz müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Gegen Leverkusen vielleicht ein Punkt. Das wäre ein Träumchen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Weil sonst werde ich niemals mir das leisten können, hier die ganze Zeit rumzufahren. Nächste Woche sehen wir uns auswärts. Tschüss.